So, ein neuer Tag, ein neuer Bauabschnitt. Was wir jetzt gleich machen werden, ist auch gut. Danke. Einmal, zweimal. Kistchen runter. Das war ein Fehler. Aber der kann wieder geregelt werden. So. Was wir jetzt gleich machen werden, ist das Ding hier weg. Und Kistchen, Kistchen. Und jetzt wäre ich gerne gleich mal alles los, was kein 4 ist. Danke. Denn bei meinem letzten Bauprojekt hatte ich den Spaß auch und durfte dann die halbe Bude wieder abtragen, weil er mir das falsche Holz in die Hand gegeben hat. Hier werden wir nur einen kleinen Ausschnitt jetzt erstmal lassen. Nee. Keine gute Idee. Dankeschön. Ich liebe es. Ja, kommt vor. Was soll man machen? Es gibt schlimmere Schicksale im Leben als ein falsch gesetzter Block. Ups. Seht ihr, ich schaffe das sogar ohne, dass ich mich bewege. Stirb, du Mistvieh. So, wir lassen jetzt den da hinten offen. Das Bett werden wir auch gleich abbauen. Das war jetzt, glaube ich, der Schmetterling. Könnte sein, keine Ahnung. So. Wir haben gesagt, die Sonne geht da vorne auf. Erde. Den lassen wir stehen, haben wir noch gesagt. Das heißt, Süden ist da drüben, Norden da oben. Ja. Was ich dann brauche, ich lasse nämlich sicher kein Loch im Boden. Das könnt ihr gleich wieder vergessen. Ich gehe jetzt erstmal. Ernten. Viel dazu. Und dann runter zu unserem Garten. Da ist noch nichts reif. Das Getreide ist reif. Die sind reif. Reif, reif. Reif, reif, reif. Nein, aber reif. Peppers sind reif. Lauch ist reif. Sehr schön. Das heißt jetzt für uns mal Holz rauf. Was zu essen runter. Und ich hau mir jetzt erstmal den Backer voll. Kann ich den Kürbis eigentlich essen? Nein, dachte ich mir doch. Zap, zap, zap. So, das müsste für den Anfang reichen. Und mit dem Rest vom Fest
können wir wieder fein. So, das kommt erstmal rein. Dafür kommt jetzt das ganze Birkenholz rein. Und ob das reicht, das wage ich zu bezweifeln. Aber schauen wir mal. Wie geht es unseren Birken? Ja, zumindest eine ist hier gewachsen. Da unten vielleicht auch was. Müssen wir nachher runterschauen. Birch Sapling. Die wachsen nicht wirklich im Moment. Egal. Ah, stopp. Halt, stopp. Alles zurück. Oak haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Das heißt, das nehmen wir kurz mal mit. Da hätte ich gerne... Verzeihung. Das muss ich beachten. Carpenter's Blocks. Kennt ihr die? Wenn nein, ihr versäumt was. Da kann man nämlich prima... Zap. Nein, er macht's nicht. Das dachte ich mir schon. Das sollte zumindest für zwei reichen. Das sind 10, passt. Du gehst wieder raus. Dann hätte ich gern diesen hier. Carpenter's Hatch. Und ich hätte gern... Na. Eisen. War das so? Nein. War es nicht. War es definitiv nicht. Ich hätte gern den Carpenter's Hammer. So geht er. 4 und hier 2. Danke. So, dafür legen wir das noch drauf. Die Carpenter's Blöcke können wir hier lassen, aber das Grundgut kommt weg. Und zwar Carpenter's Blöcke sind sehr flexibel in der Verwendung. Ja. Man kann sie nämlich umgestalten. Ihr seht schon, die unterschiedlichsten Sachen. Ich kann auch mit Shift das Ganze umstellen, damit es wie ein Iron Door oder wie ein Wooden Door wirkt. Ist aber trotzdem nichts anderes wie eine normale Hedge. Und wenn ich ein jetzt habe ich nur Birke mit, aber wenn ich Birkwood drauf anwende, abgesehen davon, dass ich es gern so hätte, dann nimmt es die Birkwood-Farbe an. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Hier hätte ich gerne eine Tür. Vielleicht eine schöne Raumeinteilung, ist aber definitiv nicht das, was ich will. Zumindest im Moment nicht. Alle hopp. Und hier noch rüber. Alle hopp. So, nee, das geht gar nicht. Ich hätte gern 1, 2, 3, 4, 5 hier eine Balkontür. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Und dann hätte ich hier gern Luft zum Atmen. So, der muss auch noch weg. So, da haben wir die Tür. Das ist der Eckpunkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, nicht. Okay. Geht sich das aus? Ja.
So geht's auch. Na komm schon. Danke. Ja, das wird eine kleine Tür, richtig? Ihr habt das völlig richtig erkannt. Ich komme trotzdem wieder rauf. Okay, hier nicht. Aber hier. So, und jetzt brauche ich mein Bett. Denn wir haben ja gesagt, im Dunkeln ist gut munkeln, aber wir möchten nicht im Dunkeln arbeiten. Da nicht so günstig für YouTube. Fast wäre es mir nicht eingefallen. Wie peinlich. So. Einen noch dazwischen. Hier hätte ich gern bis zur Decke. Das ist sich tatsächlich ausgegangen. Wie gesagt, wird eine kleine Tür. Soll nicht jeder reinkommen. Gut. Wir kümmern uns jetzt mal vorrangig wieder ein wenig um unseren Garten. Das heißt Ernte, Ernte, Ernte. Die werfen wir gleich da rein. Die 5 nehmen wir mit. Das heißt auch wieder 5 Samen können wir mitnehmen. Das Holz kommt mal weg. So, die kommt eigentlich da rein. 3 Kokumba. Candleberry brauche ich nicht unbedingt. Ingwer. Und Zucchini. Ja. Sieht ja schon nach Wand aus. Dann wieder Mische Mische. 3, 5. Schön beackern und wieder die Saat ausbringen. Dann schauen wir gleich, ob hier was reif ist. Nein. Ist reif, ist reif. Reif, reif. Auch reif, auch reif. Böhnchen. Ja, keine schlechte Ausbeute für unseren Minigarten. Muss ich schon sagen. Was machen wir damit? Richtig, gleich wieder in den Komposter. Das sollte dann schon wieder was bringen. So, ich wollte jetzt drauf, damit das Ganze nach was aussieht. Das wird sich nicht ausgehen, nehme ich an, aber wir können es ja mal probieren. So, einen setzen wir mal hier hin, dann kommen wir darauf. Und ob es jetzt Trick 17, Shift-Taste, nachdem wir natürlich den Dachblock gesetzt haben, ganz nah ran mit dem Zeigcursor an den Rand. Und er baut euch super schön einen Block nach dem anderen. Geht dabei aber nicht zu weit nach unten, denn ansonsten, wenn ihr Aussparungen habt, könnte es sein, dass er unter Umständen den tieferen Block auch setzt. Schauen, normalerweise schaffe ich es heute anscheinend nicht. So, dann haben wir hier 1, 2, 3. Na, das war zu weit unten. Seht ihr, da hätte er unten normalerweise schon den Block gesetzt.
1, 2, 3. Da ist eine Grille in meinem zukünftigen Haus. Die verwechselt Mut mit Leichtsinn. Und 1, 2, 3. Wenn wir nämlich dieses Raster schon haben, dann wird die ganze Sache doch massiv einfacher, weil wir... Ups, mein Lieblingsfehler. Weil wir alles erreichen. Ich sage ja, das geht sich nicht aus. Wir machen gleich wieder ein, zwei Stacks. Ach. Nein, weiter weg ist besser. Ach, ich schaff's doch immer wieder. Da war was im Weg. Da war jetzt nicht ich schuld. Nein, nein, das schaffe auch nicht. Glaube ich halt. Egal. Wir haben das Dach jetzt erstmal dicht. So, Hacke raus. Die überschüssigen Blöcke, die aussehen wie Kamine, erstmal beseitigt. Das tut jetzt weh. Au. So. Unsere Aufstiegshilfe kann weg. Und das hier kann weg. So. Ich finde das Geräusch lustig. Wir können ja noch beim Fenster aus und ein. So, ich brauche jetzt zwei Türen. Die können wir natürlich aus normalen Blöcken machen oder... Wir machen sie aus Carpenters Blöcken. Und ja, richtig, wir machen sie aus Carpenters Blöcken. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Ihr werdet sicher noch feststellen, dass ich einiges an Carpenters Blöcken brauchen werde. Die nehmen wir mit. Das machen wir aber auch aus vier. Ja, machen wir. So, die Tür kommt hier hin. Sesam, öffne du. Die Tür kommt hier hin. So, Hammer in die Hand. Genau. Denn die Balkontür hätte ich gern Vollglas. Und dich Vollpfosten hätte ich hier überhaupt gar nicht gern herinnen. So, das ist jetzt Standardholz. Und wie gesagt, wir werden das jetzt mit 4 auskleiden. So, gefällt mir. Dann hätte ich gerne, ist das das, was ich möchte? Ja, einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, Dankeschön. Hier eine und hier eine und hier eine. Danke sehr. Wobei die inneren werden wir verkleiden. Gleich besser aus. Ich hasse es. Gut. Und es wird schon wieder Nacht. Ich glaub's ja nicht. Das sieht mir glatt nach einer Hütte aus. Wobei der nächste Großauftrag wird jetzt die Sandbeschaffung sein. Und solange wir noch Tageslicht haben, machen wir uns auf den Weg. Denn diesen Tümpel hier werden wir vergrößern. Wobei, zum Zweck der leichteren Fortbewegung, machen wir diesen hier. Geh weg, du Schmetterling. Das wäre beinahe ein Fehler gewesen. Dann machen wir es gleich ganz weg. Ah, scheiß Strömung. Oh.
Unter Wasser dauert, wie wir ja alle wissen, alles ein wenig länger. Deswegen wollte ich das eigentlich verhindern. Und Sand, wie wir alle wissen, kann man gar nicht genug haben. Erde hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Egal. Busa. So. Wir haben relativ viel Blau. Blue Schist, wie das Zeug heißt. Das war unsere Schaufel. Bei Sand jetzt nicht ganz so kritisch. Hallo, Wasser. Oh, Ruck. Und wieder rauf mit uns. Perfekt. So. Ich hätte mal gesagt, nachdem ich... Nein, das war nur eine Grille. Nachdem ich heute noch einen Termin habe, ich mache normalerweise montags keine Aufnahmesessions, muss ich jetzt leider Schluss machen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ich lege hier noch ein bisschen Kohle nach. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir vielleicht einen Daumen da. Wenn ihr Ideen, Tipps, Anregungen, Tricks habt, einfach in die Kommentare damit. Ich bin für alles dankbar. Ja, und ansonsten bleibt mir nur zu hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wenn es wieder heißt, ich zock Minecraft. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder was auch immer ihr gerade so treibt. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei und wir verabschieden uns aus dem Bett. Bis zum nächsten Mal. Ciao.